Ja, ich will nicht sagen Troll-Level, aber irgendeinen Level mit sehr vielen unfairen Stellen. Wie zum Beispiel dieser unsichtbare Block, der da einfach so kommt. Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTummel wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker Online mit euren Leveln. Und ich habe die Wahl zwischen meinem schlimmsten Albtraum und zwischen einem Troll-Level. Und ja, ich weiß nicht. Nehmen wir mal das Troll-Level zuerst. Ich keine Ahnung. Hat's noch keiner geschafft. 7-mal wurde es betreten. Von 7 verschiedenen Leuten und 24 Versuche. Okay, keiner hat's geschafft. Mal gucken, ob wir es schaffen. Aber wenn es ein Troll-Level ist, dann weiß ich ja nicht. Und ja, okay, das geht schon mal so los. Immerhin wird man ja vom Tiefel her vorgewarnt. Und ich gehe jetzt diesmal einfach schneller. Genau. Und ich wette, hier ist nichts drin. Na, doch, okay. Und oben kann ich nicht raus. Okay, die Feuerblume, die nehme ich mir natürlich mit. Wenn ich das darf, aber natürlich nicht. Oder kann ich mich nochmal raustricksen irgendwie? Nee. Okay, gut. Gehen wir mal unten rechts lang. Und schauen, was da so abgeht. Okay, wir werden jetzt halt auf jeden Fall uns nicht mehr verarschen lassen. Und ja, wir müssen links hoch. Ja, wir müssen links hoch. Okay, gut. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich das Level abschließe, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Und ja, den Block nehme ich nicht. Nehme ich den Block mit? Ja. Ja, okay, war eine schlechte Idee, aber war zum Glück nichts Schlimmes. Und ist da oben denn was? Ist da ein Schlüssel? Nö. Okay, da habe ich jetzt mit einem Schlüssel gerechnet und... Okay, den Cheep-Cheep, den habe ich vollkommen übersehen. Lol. So, da bin ich wieder. Ich weiß nur nicht, wie ich das jetzt machen soll. Brauche ich den Schlüssel oder brauche ich den nicht? Da unten ist ein Trampolin. Das nehme ich mir mal. Dann kann ich auf jeden Fall schneller schwimmen. Und da ist ein Schlüssel anscheinend. Und wahrscheinlich auch ein unsichtbarer Block, der mich einsperren würde, ne? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und... Nö. Hä, ich komme nicht an den Schlüssel ran? Okay. Oh, ich will eigentlich nicht in irgendeine Röhre gehen. In dem Troll-Level ist das ja nicht so geil. Fragezeichen. Hm. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Pilz. Und ich denke, den gibt es hier unten. Ja, Pilz ist hier. Ich hoffe zumindest, das stimmt. Ansonsten wäre ich traurig und... Ja. Okay. Komm ich... Ja, tot. Na super. Super, duper. Jetzt weiß ich nicht, wo ich den Schlüssel herkriegen soll. Mal schauen. So, da bin ich wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einer von den... Dass einer von den Cheep-Cheeps einen Schlüssel hat. Oder kann ich hier mit dem Trampolin was machen? Nö, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, wie komme ich an den Schlüssel? Ja, jetzt ist halt schon der Punkt gekommen, wo mich dieses Level nervt. Ich meine, okay, hier ist ein Fragezeichen. Aber hinten komme ich nicht durch, ohne Pilz. Jetzt ist hier wahrscheinlich irgendwo ein unsichtbarer Block, den ich brauche. Ja, und hier war der Tod. Das wusste ich. Aber es gibt hier auch keinen Schlüssel. Nö, ich gehe jetzt auch in den Baumeister-Modus. Ein bisschen schade, also wenn man Troll-Level hat und dann gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht oder keine Möglichkeiten mehr hat, dann, ja, muss man halt das im Baumeister-Modus lösen. Und das machen wir auch. Ja, und wie ich es vermutet habe, irgendwo ein unsichtbarer Block mit einem Schlüssel. Alles klar. Ja, das finde ich nicht geil. Vor allem, da ist halt so eine große Ebene und nee, das muss nicht sein. Auch für ein Troll-Level sollte man sowas nicht einbauen. Genau, da sollte man trotzdem immer schon irgendwo wissen, wie es weitergeht. Genau, und ja, den Pilz habe ich gebraucht, ne? Den Pilz habe ich gebraucht, um wieder zurückzukommen. Aber die Frage ist, wie komme ich denn zurück? Wie komme ich da wieder zurück? Weil hier kann ich ja nicht schwimmen, ne? Oh, es gibt zwar einen Trick, aber dafür brauche ich das Trampolin. Ja, genau, ich brauche das Trampolin. Dann kann ich hier quasi mich hochboosten. Und dann komme ich wieder... Ah, dann komme ich auch nicht durch die Tür. Okay, das ist komisch. Das ist sehr, sehr komisch. Oder komme ich vielleicht auch so durch die Tür? Ich gucke mir das mal an. So, ich bin jetzt sozusagen groß. Und mal gucken. Ah, nee, das wird trotzdem ausgelöst. Ja, wie komme ich jetzt wieder hier zurück? Das ist die Frage. Interessant, vielleicht ist auch der ganze Weg irgendwie falsch. Das kann natürlich auch sein. Weil ich meine, wenn da ein Pilz rauskommt... Hm, weiß ich nicht. Und hier kann ich ja nicht durch die Tür. Nee. Ja, vielleicht muss ich hier irgendwie warten auf den Pilz. Und der Rest ist wieder Troll. Das kann gut sein. Aber ich weiß nicht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hier mit dem Pilz durchkomme. Ja. Und dann Checkpoint.
Ja, den müssen wir aktivieren dürfen. Jupp, okay. Dann sterben wir hier einmal. Oder wir sterben nicht. Okay, sehr gut. Und 3. Was bedeutet 3? Keine Ahnung. 1 und 2. Oh, ist das die Reihenfolge? Ah, das kann doch nicht sein. Nö. Okay. 1, 2, 3. Also 1 in der Mitte, 2 rechts, 2 rechts und... Nee, jetzt ist da auch schon eine Falle. Ach, nö. Ja. Ja, natürlich. Okay. Alles klar. Gut, wir gehen mal durch die Tür. Alles klar, alles klar. So, und genau deswegen bin ich nicht so ein Fan von so Troll-Leveln, weil... Keine Ahnung. Meistens hat das ja eigentlich nur... Ja, mit Ausprobieren zu tun und dann immer wieder dahin spielen und... Das macht nicht wirklich Spaß. Und vor allem, wenn man dann irgendwie einen unsichtbaren Block suchen muss, den man halt eigentlich gar nicht sehen kann. Nee. Okay. Von daher gibt es zum Glück den Baumeister-Modus und das da unten ist wahrscheinlich auch falsch, ne? Ja. Mit Sicherheit. Oder? Ja. Okay. Gut. Gut, das war klar. Aber da unten ist auch noch was. Ist da vielleicht eine Bombe? Ist da eine Bombe? Nö. Das? Ja. Ja, super. Super. Die bringt mir ja nichts. Okay, aber hier wieder ein unsichtbarer Block. Mit einem One-Up nur. Okay, gut. Na, immerhin. Na, immerhin, ne? Okay. Und da oben ist wieder eine Tür. Ich gehe mal hier entlang. Und ja, jetzt kann ich mir wieder, ja, den Weg quasi aussuchen. Und einer wird falsch sein, einer wird richtig sein. Ja, ich gucke jetzt auch gar nicht mehr so richtig. Okay. Aber ich mag das eigentlich wirklich nicht so, die Level zu spielen, aber... Ne, bei Trollen-Leveln, ne, da muss man das leider so machen. Meistens, und die Feuerblume ist sicherlich auch fake. Gehen wir mal hier rein und wir sterben nicht. Nö. Okay, hier kann ich nicht rein, shit. Okay, aber ich komme hier von hier theoretisch wieder nach oben, ne? Mit der Röhre. Das sollte eigentlich gehen. Ja, aber trotzdem ist das ein bisschen... Das ist auch wieder so ein gewisser Tod. Okay. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo es weitergeht. Und ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr, das Level so weiter zu spielen. Ich denke, man hat es gesehen, was hier so abgeht. Und ja, das wird auch weiterhin niemand abschließen. Außer jemand macht das so durch mit dem Baumeister-Modus und schließt es dann ab. Okay, gut. Aber wir machen jetzt das hier. Dein schlimmster Albtraum von Mr. Nobody. Okay. Haben wir auch die Beschreibung? Ja. Hallo Blue, dieses Level ist wirklich hart und hat nur 3% Abschlussquote. Okay, sehr gut. Wirst du es schaffen. Davon gibt es auch eine schwere Version. Nö, wahrscheinlich nicht. Und nein, ich wollte den nicht beenden. Ich wollte den Kurs nicht beenden. Shit. Okay, wieder zurück. Okay, let's go. Wir gehen mal hier drauf. Ja, es wird jetzt auch wieder so ein... Keine Ahnung. So ein Troll-Level sein, wo man... Ja, ich will nicht sagen Troll-Level, aber irgendeinen Level mit sehr vielen unfairen Stellen. Wie zum Beispiel dieser unsichtbare Block, der da einfach so kommt. Okay. Gut, alles klar. Ja, na, sowas, auf sowas muss man achten. Ne, das ist halt nicht so geil. Okay, das sollte passen, ja. Und dann holen wir uns die Feder. Und ja, und natürlich kommen direkt Gegner, aber na, den Hammer Bro, den besiegen wir. Okay, spring hoch, spring hoch. Ja, oder ich komme rein. Okay, sehr gut. Und ja, natürlich wieder überall unsichtbare Blöcke. Okay. Und wir brauchen hier anscheinend einen P-Switch. Interessant. Okay, gibt es hier noch mehr unsichtbare Blöcke? Nee. Doch, hier, P-Switch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Aber ich mache es einfach mal. Okay, mal gucken, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Ich kann ja theoretisch noch fliegen. Und das muss ich auch. Ich bin jetzt mit einem Spin-Jump weitergeflogen und... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt haben wir hier auch noch so ein Labyrinth. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und eine Feuerblume. Hm. Nee, die lasse ich mal. Die lasse ich mal da liegen und... Wirbeln, 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 wirbeln und... Oh Gott. Nein, 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 nein. Ihr lasst mich in Ruhe. Und Softlock. Softlock. Wobei, wenn ich klein werde... Dann ist es, glaube ich, auch ein Softlock, ne? Oder komme ich da noch durch? Nee. Okay, schade. Schade eigentlich, ja. Gut, wir sehen uns gleich nochmal da. Oder ich fliege jetzt einfach mal weiter. Aber ich darf nicht, okay. Gut, aber jetzt habe ich hier kein Trampolin mitgenommen. Von daher, beziehungsweise das nehme ich jetzt nicht mit. Genau. Und mal schauen. Vielleicht brauchen wir das Trampolin, ja? Mal gucken. Okay. Wenn ja, wäre das aber blöd und natürlich... Natürlich.
Natürlich, natürlich. Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, kämpfen macht nicht viel Sinn, ne? Why, hier? Sollte ich eigentlich kämpfen können, obwohl Kamek nervt mich. Aber hier, hier ist das Ziel. Okay, gut. Dann war es ja doch ein bisschen einfacher als gedacht. Beziehungsweise ich habe halt direkt den richtigen Weg zum Glück genommen. Okay, und ich würde sagen, ja, ein kurzes Level geht noch. Oder? Ja, ein kurzes Level machen wir noch. Bis gleich. Okay, dann machen wir das hier noch. Hammerbro Castle von Winnie. Es ist ein Schloss mit... wo du zwei verschiedene Wege gehen kannst und schwere. Wer schwer sind die auch noch. Okay. Und ansonsten viele Grüße. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal, wie das hier so wird. Aber 1-4 sollte ja eigentlich nicht so schwierig sein. Aber mal gucken. Okay, das sind die zwei Wege, denke ich. Und kriege ich auch ein Power-Up noch? Kriege ich noch ein Power-Up, bevor ich da rein muss? Nö, aber ein Kettenhund. Gut. Aber der geht unten lang. Das heißt, ich gehe oben lang. Okay. Mal schauen. Oh Gott, ja, gut, das war blöd. Das war blöd. So, zweiter Versuch. Okay, jetzt bitte hier nicht sinnlos abkratzen. Das wäre nice. Und ich glaube, wir hüpfen einfach mal durch und... alles klar, okay. Gut, vielleicht sollten wir doch nicht einfach so durchhüpfen, sondern ein bisschen gucken. Okay, da bin ich wieder. Und wir kommen auch durch und noch mehr von diesen Dingern, okay. Alles klar, okay. Gut, 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 runter, runter, runter. Hoch, 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 hoch. Und wieder runter nochmal. Und wieder hoch. Und dann die Feuerblume nehmen. Sehr gut, die ist ganz wichtig. Und ja, egal, egal. Den kassieren wir und den kassieren wir auch. Aber egal, 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 wir sind durch, wir sind durch. Okay, gut. Perfekt, Checkpoints, nice. Sehr gut, und kriegen wir jetzt nochmal zwei verschiedene Wege? Das würde mich interessieren, aber sieht bisher nicht danach aus. Okay. Du, 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 du. Und schnell durch, jawohl. Okay. Und was haben wir hier? Ja, ich sollte einfach weiterrennen. Ich sollte nicht drüber nachdenken, ich sollte einfach weiterrennen. Okay. Und Feuerblume. Oder vielleicht gibt es ja bei dem anderen Weg auch noch einen Checkpoint. Und dann sind das quasi wirklich zwei verschiedene Wege. Komplett. Das geht. So. Und da haben wir uns durchgekämpft. Sehr schön. Und weiter, 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 runter, 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 runter. Okay. Und kommt der Boss? Kommt ein Boss? Ja, oh mein Gott. Okay, aber wir kriegen unendlich viele Feuerblumen. Okay. Damit ist dieses Level abgeschlossen. Sehr gut, sehr nett. Und ich würde sagen, das war's dann auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer BlueX2. Und ciao.